Du hast den Ton schon an. Siehst du einen Pegel? Ja, ich habe die Pegel schon gesehen. Ach, du bist schon am Film. Hi, guten Morgen. Ich bin noch dabei, mich hier zu präparieren für das Video. Ich muss nur noch mal den Ton fertig machen. So, wunderbar. Heute habe ich mal nicht meine Kochjacke an. Heute habe ich noch ein T-Shirt an von den Siegeljungs. Die haben eine neue Kollektion gemacht. Schaut doch mal da vorbei. Ich mache mal hier oben einen Link hin. Dann könnt ihr da mal drauf gucken. Das ist so ein Channel, mit dem ich so ein bisschen sympathisiere. Ich gucke die jetzt schon irgendwie seit 2 Jahren, glaube ich. Das sind 2 Jungs, die um die Welt segeln. Echt geiler Channel. Wer sich für Unterwasserwelt und so begeistert, ist da super aufgehoben. So, aber jetzt zu unserem Video heute. Wir wollen, weil wir waren ja jetzt schon maritim unterwegs, wir haben jetzt ein maritimes Thema. Und zwar wollen wir einen Ersatz zu unserem Lachs machen. Karotten. Karotten einlegen. Und dann wird das ein wunderbarer Lachsersatz. Wir machen jetzt mal unser Jingle. Ich präpariere mich mal hier zu Ende und dann geht's gleich weiter. Ich glaube, einen neuen Jingle muss ich demnächst auch mal machen. Der ist ja mittlerweile langweilig. Zurück zu unserem Thema. Lachs mögen wir alle super gerne, kommt aber, ich sag jetzt mal so eine Zahl, zu 99% aus Aquakulturen. Aquakulturen sind für unsere Umwelt echt Gift. Ja, Fische in Riesenschwärmen, die das Meer verunreinigen, die unter anderem mit Antibiotika gefüttert werden, die teilweise auch ausbrechen, die unsere Umwelt, sprich die Tiere, die ringsum leben, auch verändern. Orcas, die versuchen in diese Lachskulturen einzubrechen, weil die natürlich auch ihr Jagdverhalten ändern. Das sind alles so Sachen, die sind nicht ganz so geil. Dann wird der Lachs häufig auch mit Konservierungsmittel bearbeitet, damit er sich länger hält. Diese Konservierungsmittel sind zum Teil, umstritten ist das so ein bisschen, aber die sind halt krebserregend. Das wollen wir alle nicht. Also, von daher gibt es eine wunderbare Art, diesen Lachs zu ersetzen. Wer da Bock hat auf dieses Thema, der Robert Mark Lehmann, Mission Erde Channel, da findet ihr zu dem Thema halt auch so ein bisschen was. Das ist ein Meeresbiologe, der hat einen super YouTube-Channel, hat geile Bücher, die kann man auch super lesen und da kann man, dann versteht man sowas. Der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet zu diesem Thema und von daher versuche ich gerade mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Ich werde jetzt nicht vegan deswegen, ich werde schon weiterhin auch Fisch essen, und aber halt wesentlich weniger. Und wird natürlich auch weiterhin Fleisch essen. Genug gelabert für heute, wir wollen anfangen, was zu tun. Ich schäle jetzt als erstes meine Karotte hier. Ich schäle jetzt mal eben meine Karotte. Karotten schälen muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das habt ihr alles bestimmt schon gesehen. Ich hätte vielleicht meinen Vortrag, den ich gerade gehalten habe, während des Karottenschälens machen sollen. Dann wäre es wenigstens noch ein gutes Bild dabei gewesen. Die Enden kommen ab. Die beiden Karotten sind geschält. Und jetzt setze ich meinen Sparschäler richtig fett, hallo, der will nicht so wie ich, richtig dick hier an und versuche richtig dicke Scheiben darunter zu schneiden. Wenn man das auf unten schon so ein bisschen plan gemacht hat, kann man das auch super auf das Brett legen und kann dann klasse da so drüber schneiden. Ist nicht so schwer zu handeln und geht verhältnismäßig gut. Und dann werden die Scheiben auch verhältnismäßig dick. Also ich finde das ganz gut. Ich habe das auch schon mal gemacht und da habe ich es komplett mit dem Messer geschnitten. Das war nicht so schön gleichmäßig und verhältnismäßig dick. Anstrengend, ne? Ja, anstrengend ist das nicht wirklich. Anstrengend ist ein 1000 Meter Lauf. Oder 2 Stunden mit dir Badminton zu spielen, das ist auch anstrengend. Geile Scheibe. Ja, ich nehme die auch so mit. So, jetzt haben wir 2 Karotten in so dicke Scheiben geschnitten. Und die müssen wir jetzt eben schnell in unseren Dämpfer tun. Den habe ich hier schon mal. Da habe ich unten so ein bisschen Backpapier reingetan. Und da müssen jetzt so die Scheiben rein. Und ich muss mir aber erstmal jetzt Wasser aufsetzen, damit wir das gleich machen können. Ich zeige euch das gleich nochmal ganz genau, wie wir das machen. Ich bereite das mal eben vor. Das Wasser in meinem Wok ist schon am Kochen. Heute mal kein Dinsum in unserem Bambusdämpfer. Ja, ich habe jetzt meine Karotte hier reingeschichtet so ein bisschen. Davon haben wir 2 Etagen. Die kommen jetzt hier drauf. Hätte man auch zusammenbauen können. Nein, alles gut. So, Deckel drauf,
In der Zwischenzeit werde ich in mein Einwegglas, dieses Einwegglas werde ich dafür benutzen, werde ich jetzt meine Marinade machen, wo drin wir dann halt gleich die Karotten einlegen werden. Die Karotten bleiben da im Kühlschrank für 48 Stunden drin und dann sind die fertig. So, wir brauchen dafür, um das da einzulegen, ein bisschen Sojasauce, Dark Sojasauce. Davon brauchen wir 2 Esslöffel. Drei Löffel Rapsöl. Ein Esslöffel Reisessig. Ein Teelöffel Ahornsirup. Ihr müsst euch das natürlich jetzt alles nicht merken. Ihr könnt euch wie immer unten in der Description Box eine Einkaufsliste runterladen. Und da steht das natürlich alles wieder genauestens drin. Und da ist auch genauestens beschrieben, wie ich das gemacht habe. Dann tun wir hier noch 1,5 Löffel Leinöl hinein. Super, super gesund das Zeug. Ein bisschen Geschmackssache, aber das gibt dem Ganzen so ein bisschen mit die Abrundung und so ein bisschen auch das Fischige. Und dann brauchen wir... Sehr kräftiger Geschmack, ne? Das Leinöl ist sehr kräftig im Geschmack, genau. Und jetzt habe ich hier Liquid Smoke. Jetzt riecht wahrscheinlich unsere Küche die nächsten 3 Tage wieder nach Grillen. Davon brauchen wir 1,5 Löffel nur. Das ist auch sehr, 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 sehr kräftig im Geschmack und auch im Geruch. Liquid Smoke kriegt man auch gut bei Amazon. Ich kann euch ja gerne da einen Link zu unten reintun. Ich mache einfach auch zu dem Bio-Leinöl euch auch mal einen Link, weil das ist schon sehr, sehr gut, was ich da habe und halt auch sehr gesund. Wir haben jetzt alles für unsere Marinade da drin. Ich mache das jetzt einmal so ein bisschen zu und werde das jetzt einmal so ein bisschen vermengen. Und dann fehlt uns im Endeffekt nur noch unsere Karotte. In meinem Rezept habe ich reingeschrieben 1/2 Nori-Blatt. Ich finde den Geschmack von diesem Nori-Blatt da eigentlich auch ganz gut drin. Das Problem ist nur, dass es mir, das ist aber mein Ding, dass es mir so ein bisschen die Optik vermiest, weil dann überall hinterher da so ein Nori-Blatt oben drauf ist. Und das finde ich nicht ganz so schön. Vielleicht sollte ich mir mal versuchen, Nori-Blatt aufzulösen. Wäre der nächste Joke. Aber gucken wir mal. So, jetzt gucken wir gleich mal, was unsere Karotten hier machen. Wir haben jetzt noch einmal ganz kurz die beiden ausgetauscht, weil ich habe immer das Gefühl, dass es unten ein bisschen heißer ist als oben. Aber wenn man da jetzt hineinguckt, das sieht schon ganz gut aus und der ist fertig. Boah, ist der fertig eigentlich auch. Nein, der ist schön weich. Ich lasse das jetzt ein bisschen abkühlen und dann tue ich das gleich in mein Wegglas. Das ist jetzt schön abgekühlt und das tue ich jetzt hier einfach schön in meine Soße hinein und dann muss das da drin 48 Stunden ziehen. Das hat eine schöne Konsistenz. Die Konsistenz wird sich aber hier gleich durch den Essig, der da drin ist, natürlich auch noch ein bisschen verändern, so dass das hinterher richtig schön weich ist und eine ähnliche Konsistenz hat wie... So wie ein Lachs, ne? Wie ein Lachs, genau. Das ist ja das, was wir auch erreichen wollen. Und ich finde, das sind auch schöne Scheiben. Also natürlich könnte man auch noch versuchen, irgendwelche größeren Karotten zu kriegen oder noch dickere. Dann kriegt man auch noch breitere Scheiben hin. Man kann das auch mit Sicherheit dicker schneiden, wenn man das möchte. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Also so wie den hier zum Beispiel. Der ist richtig dick. Ach, der ist aber noch heiß. Der darf da noch nicht rein. So, meine beiden Karotten sind jetzt hier drin. Deckel zu. Und dann wieder Barkeeper einmal schön alles gleichmäßig verteilen. Und immer wenn ihr jetzt an den Kühlschrank geht und euch euren nächsten Drink macht, einmal kurz rausnehmen und ein bisschen bewegen. Muss jetzt nicht so übermäßig sein, aber so, dass halt überall halt alles schön hinkommt, damit das halt schön durchziehen kann. Das bleibt jetzt da drin bis übermorgen.
Und übermorgen werde ich dann euch das vorführen, werde euch zeigen, wie schön man das auf ein Brötchen packen kann. Und dann werden wir dieses Video beenden und dann werde ich das ganz schnell schneiden und dafür sorgen, dass ihr ganz schnell unseren Lachs zu Gesicht bekommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in 2 Tagen. Jetzt sind 48 Stunden um. Unser Lachsersatz ist hier schön gezogen in unserem Glas. Riecht richtig schön rauchig. Boah, richtig geil. Pass auf, ich schneide mir jetzt ein Brötchen auf. Dann wollen wir da auch ein bisschen Butter drauf haben. Die will mich aber nicht. So, ein bisschen Butter da drauf. Ich nehme mir jetzt ein bisschen was hier von meinem Lachs raus und lege mir den hier auf mein Brötchen. Das sieht richtig gut aus. Und nicht, dass das richtig gut aussieht, es riecht auch richtig toll nach Rauch und schmecken tut es auch super. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen länger im Dämpfer lassen sollen, damit es noch ein bisschen weicher ist. Aber bevor ich mir das jetzt hier rein tue, sieht doch lecker aus, oder? Ja. Finde ich auch. Ihr Lieben, das ist ja nun recht einfach zu machen, das Ganze. Und für unsere Umweltklasse und für unseren Geschmack natürlich erst recht. Also, sollte euch dieses Rezept gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen dazu, schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde sie euch beantworten. Noch irgendwelche anderen Unklarheiten, einfach reinschreiben, ne? Frank antwortet. Hat es euch gefallen, gebt uns einen Daumen. Habt ihr uns noch nicht abonniert? Abonniert uns, würden wir uns echt drüber freuen. Und Schatz, hast du noch eine Anmerkung zu unserem Lachsersatz? Das ist auch vegan. Das ist die richtige. Das ist richtig vegan, das stimmt, genau. Ja, damit sind wir am Ende unseres Videos. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Es ist jetzt der 2. Weihnachtstag. Ich werde das jetzt rausstellen gleich. Und es sagen Tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir würden uns freuen. Ciao, ciao.